Und damit Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Horror-Game, das hier auch direkt startet. Deswegen sage ich gar nicht mehr viel. Ihr habt ja gesehen, von wem es entwickelt wurde. Sie wird gleich herausfinden, welcher Horror in der Dunkelheit einer verlassenen Straße auf sie wartet. Claire Baines, 29. Ein kaputter Reifen hat Claires Reise etwas ausgebremst. Sie weiß nicht, dass dieser kleine Zwischenfall ihr Leben für immer verändern wird und auch ihre Perzeption der Realität, also wie sie die Realität wahrnimmt. Okay, was ist das? Okay, naja gut, das Menü, sorry. Ich habe das Radio jetzt einfach mal ausgemacht. Das sind ja sowieso nur Störsignale. Die heutige Episode, der Highway. Ich weiß nicht, ob geplant ist, dass da mehrere Episoden quasi kommen sollen, so als wäre das eine Serie. Oh, verflixt. Ein Strommast ist umgekippt. Und da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr lang. Vorsicht. Ja, ein unerwartetes Hindernis. Eine weitere Verspätung für Claire. Sie muss wohl Hilfe finden, um ihre Reise fortsetzen zu können. Zum Glück fällt ihr auf, dass dort ein Signal ist, das zu einem Notfalltelefon führt. Wünschen wir ihr Glück. Na, dann wünschen wir ihr mal Glück. Kann ich hier irgendwas machen? Ich kann einsteigen, aber bringt nichts. Ich muss wieder aussteigen, weil ich hier nichts tun kann. Da ist ein Zettel, Moment. Da hat irgendjemand so einen Mund drauf gemalt und Augen. Ich nehme an, da steht vermisst. Ich kann damit aber nichts machen, außer es mir anzuschauen. Okay. So, was ist mit diesem Strommast? Hui. Okay, da kommen wir nirgendwo durch. Also irgendwas müssen wir hier unternehmen. Wir haben ja nur das. Können wir hier vorne? Oder wir gehen mal ein Stück zurück. Das war auch mal ein Plan. Ah, was haben wir denn hier? Ah, das ist nochmal der Junge. Oh, wir haben das aufbekommen. Ich guck mal hier kurz. Da wurde das Gesicht weggerissen. Hier sieht man den Jungen vollständig. Der Arme sieht eigentlich sehr glücklich aus, aber wie konnte... Wow, wieso ist hier ein kaputtes Auto? Oh, ach so. Sorry. Der ist dagegen gefahren, deswegen ist der Strommast umgefallen. Oh mein Gott, das ist Blut. Und ein Foto. Das ist die Familie von dem vermissten Jungen. Ich glaube, es war das Pferd. Das Pferd steckt hinter allem. Okay, da kann ich nichts machen. Ah, geil. Oh nein, ich komme aber nicht ran. Oh, ich habe etwas Seil. Oh, und was ist das? Oh, ein Hammer. Sehr schön. Ja, das ist leider alles festgebunden. Das kann ich scheinbar nicht verwenden. Okay, schauen wir mal weiter. Hier sind ja auch noch ein paar Sachen. Was hat das zu bedeuten? Wie das funktioniert, die Heuschrecke? Ihr wisst, das ist mein schreckliches Wort, das ich nie hinbekomme. Ich nenne das einfach irgendwie immer Heuschrecke. Ich weiß nicht, wieso. Aber ihr wisst, was ich meine, was es eigentlich ist. Kann ich da... Oh. Sieht ein bisschen gruselig aus, weil es aussieht wie Flammen. Aber wahrscheinlich sollen es keine Flammen sein. Aber es sieht so ein bisschen so aus. Scheinbar wird eine Heuschrecke eine sehr wichtige Rolle hier spielen. Oh nein, da ist sie ja. Hi. Let's be friends. Oh. Ah, vielleicht müssen wir den zweiten Arm befestigen. Moment, was steht denn hier? Ah, es soll nach oben zeigen, glaube ich. Deswegen hier dieser schwarze Pfeil. Ja, der zeigt ja jetzt nach oben. Von hier kommt auch das Blut. Seht ihr das? Ah, was ist das? Ah, der andere. Nee, das ist kein anderer Arm. Das ist einfach ein Besen. Aber vielleicht freut er sich trotzdem über den Besen. Willst du einen Besen? Na, na? Das hier mit dem? Aha, also doch. Oh, ah, okay, ich verstehe es aber. Ran und jetzt...
Yay, die Tür hat sich geöffnet. Wir haben den Mechanismus ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich will hier nicht sein. Oh, das Licht ist eben ausgegangen. Nee, ach so, es flackert. Okay, so als würde jemand Fernsehen gucken oder so. Oh, oh, hier ist etwas nicht Gutes geschehen. Ah, hier sind noch mal die Farmer, aber hier ist schon der Junge nicht mehr da. Hier ist das Baby geboren worden. Kann ich das da auch angucken? Nee. Hier sind Flaschen. Fenster. Hi, Fernseher. Okay, da steigt er in sein Auto. Ach, das ist das kaputte Auto von da draußen. Ach so, ja. Oh, da bauen sie das zusammen. Das hat einen ziemlich coolen Mechanismus im Inneren. Die Heuschrecke. Ich weiß, ich treibe euch damit in den Wahnsinn. Es tut mir so leid. Ah, scheiße. Ich gehe mal lieber wieder. Hier haben wir ja noch eine Tür. Okay, das ist die Rückseite. Vielleicht, oh, wenn wir die Lampe da oben haben könnten, das wäre super. Okay, jetzt haben wir noch ein Brett. Was ist das hier? Oh, das konnte ich mitnehmen. Ah, das Pferd ist gestorben. Okay. Das hier mit dem? Ach, das ist die fehlende Stufe. Das sehe ich jetzt erst. Oh je. Okay, ist alles gut gegangen. Das hier ist verbrannt, oder? Was ist hier nur passiert? Okay, wir sind wieder unten. Jetzt bräuchte ich... Oder ist die schon an? Ich probiere es einfach mal, hier reinzugehen. Wer ist denn das? Das ist der Farmer, oder der Vater? Ich glaube. Ah, da ist der Schlüssel. Tut mir mega leid. Ah. Krass, ich hoffe, er verfolgt mich nicht gleich. Okay, der Fernseher geht an, der Fernseher geht aus. So. Jetzt kommen wir natürlich an die Werkzeuge ran. Oh Gott, bitte beweg dich nicht. So. Okay, was brauchen wir denn? Scheinbar nur das. Okay, gut. Ah, tschüssi. Ich hau schnell ab. Hier hatte ich drauf gedrückt. So. Und dann benutzen wir das hier drauf? Ich weiß auch nicht. Nee, darauf nicht. Wofür? Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Hier drauf? Wofür müssen wir das jetzt verwenden? Ach doch, da. Okay. Und jetzt? Kann ich da durchlaufen? Ah, okay. Hoffentlich funktioniert das Telefon. Was ist denn hier los? Was ist denn hier alles passiert? Meine Güte. Was ist das für ein Zettel? Was steht da drauf? Das ist eine Karte von diesem Ort. Okay. Was hattet ihr denn hier zu suchen? Hä? Was ist das? Ich erkenne das nicht. Da ist ein Kreis drum. Ist das eine Tür? Jemand guckt Richtung Tür und da kommt ein Licht durch. Vielleicht wollten die... Es wurden Tests durchgeführt mit dem Jungen. Ach, hatte der Aliens gesehen? Das ist ja komisch. Das könnte passen, so ein Licht, das hereinkam durch die offene Tür. Er wurde quasi entführt von Aliens. Und dann haben aber Forscher ihn bekommen. Okay, das bringt leider nichts. Nein! Ich glaube, es ist wirklich so. Nein! Oh. Das Pferd. Oh, vielleicht geht er zum Pferd. Ich nehme an, damit hat er gute Erinnerungen verbunden. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so. Die haben mit ihm... Claire Barnes, 29. Endlich gelang es ihr, den umgekippten Strommast zur Seite zu bekommen und ihre Reise fortzusetzen. Sie hatte immer noch Angst
und hielt an der ersten Tankstelle, um die Autoritäten zu kontaktieren und sie darüber zu informieren, was Schreckliches geschehen war. Aber die Polizei fand nichts Außergewöhnliches auf diesem Abschnitt der Straße. Keine Anzeichen eines Unfalls oder die Präsenz eines mysteriösen Kindes. Und der Mann, der auf der Farm lebte, der wurde gefunden. Was, ein bisschen betrunken, aber in gutem Zustand? Was? Kein einziges Wort wurde geschrieben in irgendeiner Zeitung über jenen Horror, den Claire in jener Nacht gesehen hatte. Sie setzte ihr Leben fort und versuchte, sich selbst zu überzeugen, dass sie gar nicht verrückt war. Dass sie einfach nur etwas gesehen hatte, was nicht hätte gesehen werden dürfen. Wow, das war cool. Hat mir sehr gut gefallen. Es war klein, es war kompakt. Man musste nicht großartig viele Rätsel lösen, aber man konnte sich die Geschichte so ein bisschen selber zusammenstückeln. Es gab gerade genug Hinweise. Das war cool, so dieser Retro-Stil, Pixel-Art. Die Musik hat gepasst. Ich fand alles super cool. Hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass das der Anfang einer längeren Serie ist. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass da nochmal ein Spiel kommt in dieser Serie. Man kann den Entwickler Pixel Su, also eigentlich hieß es aber Octavinava, da unten steht es ja auch, genau. Er hat das entwickelt. Aber man kann ihn auch auf Patreon unterstützen. Also versucht, ihn zu unterstützen, wenn ihr weitere Spiele wie Midnight Scenes haben wollt. Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.